Hallo und willkommen zurück zu Bomberman 64. Im letzten Part haben wir Stage 1 hinter uns gebracht, nach einem ätzenden Wächter. Und nun wird es noch ätzender. Und falls ihr es noch nicht wisst, es ist eine Zweitaufnahme, da mir mein PC meinen letzten Part total verschrottet hat. Tja, Technik und ihre Macken. Aber apropos Technik, jetzt begegnen wir einem Vieh, das vor Technik nur so vollgepumpt ist. Also, let's go. Denn es ist eine Hightech-Maschine. Und ihr könnt mir glauben, wenn ich euch sage, dieses Vieh ist ein wandelndes Waffenarsenal. Aber so richtig. Denn dieses Vieh ist eines der Gründe, weshalb man Technik zwar bewundern, aber auch fürchten sollte. Oh, gerade diese kleinen Raketen, die sind so nervig. Denn die treffen mich meistens. Das Vieh ist einfach nur schlimm. Und ihr dürft es ruhig wissen, wenn ich euch sage, ich habe schon mehrere Aufnahmen gestartet, um dieses Vieh hier richtig zu bashen, aber es ist einfach nur schlimm. Boah, und es laggt. Aber so richtig. Autsch. Ja, genau deswegen hasse ich diese kleinen Raketen. Sie treffen mich so gut wie immer. Ach ja, was ich letztens gesagt habe, ihr wisst doch noch, im Lava-Level, der Golem, beziehungsweise der Riesenroboter. Tja, genau deswegen habe ich gesagt, dass hier kein zweiter Roboter mehr passt in der Lava-Welt, weil nämlich hier schon einer ist. Ich meine, zweimal ein Roboter in einem Spiel? Das muss nun echt nicht sein. Da hätten sie wirklich einen Lava-Golem oder sowas reinstecken können. Hätte besser gepasst. Aber naja. Das entscheiden wir, ja nicht wir, sondern die Entwickler. So, und bei dem Vieh ist es mir jetzt scheißegal, ob ich da alle goldenen Karten kriege oder nicht. Ich will den einfach nur noch schaffen. Denn der ist wirklich schlimm. Und das könnt ihr mir wirklich glauben. Okay, das war zu früh. Wow, und was war denn jetzt los? Der Bildschirm hat gewackelt. Ah, verdammt. So, ich konzentriere mich jetzt wirklich nur darauf, diesen Gegner zu schaffen, denn ansonsten schaffe ich den wirklich nicht. Okay. Ah, da ist er ausgewichen, okay. Okay, ich kann den schaffen, solange er seine kleinen Freunde nicht rausholt. Und damit meine ich die Raketen. Das ist auch noch zu ertragen. Okay. Okay, Zeit haben wir nicht mehr geschafft, aber ist mir wurscht. Okay, nur noch einmal treffen. Nur noch einmal treffen. Dann haben wir es. Bitte. Ja! Geschafft! Meine Fresse! Alter Schwede! Bin ich jetzt froh, dass wir den geschafft haben! Boah, nee, wirklich, ich hatte vorher schon zig Aufnahmen gehabt und ich habe den nicht wirklich geschafft. Ich hätte mindestens 3 Parts jetzt damit vollgestopft. Boah, meine Güte. So, jetzt können wir endlich zu Passage 3. Und die ist auch nicht gerade einfach. Ganz ehrlich, das hier ist ein kleines Labyrinth. Da musste ich mir sogar vom guten Alligator 1024 einmal das Video angucken, um zu wissen, wo ich denn hier überhaupt überall lang muss. Denn das ist wirklich, wirklich, wirklich lange her. Oh, ein Herzchen. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Sehr, sehr gut sogar. Und da hat sich wieder einer selbst gekillt. Wunderbar. So, und ja, und ich habe früher auch immer den Fehler gemacht, manche Passagen zu gehen, die ich eigentlich gar nicht gehen müsste. So, jetzt ist da hinten auch was aktiviert, diese grünen Felder, da müssen wir sogar rüber. Ansonsten kommen wir nämlich nicht weiter. So, du bist einmal weg. Klatsch. So, Moment, ich muss mich mal kurz überlegen, war hier nicht auch noch Zeitbomben drin? Ne, hier ist nur ein Flämmchen drin. Wo waren denn die Zeitbomben? Wartet mal.
Waren die vielleicht hier hinten drin? Die könnte ich nämlich gut gebrauchen. Jawohl. Kann ich sehr, sehr gut gebrauchen. Oh, wo kommst du denn her? Meine Fresse. So, du bist auch mal ich. Tschüssi. Achso, stimmt ja, die brauchen ja zwei Treffer. Habe ich ganz vergessen. So, jetzt müssen wir warten. Wie bei der Ampel. So, wir dürfen da auch wirklich nicht den Fehler machen und einfach auf eine rote Platte treten, denn sonst geht das Tor zu und wir haben keine Möglichkeit mehr, irgendwie weiterzukommen. Ist leider so. Da war gar nichts drin in den einen. Okay, ist mir auch richtig. Wow, nee. Ihr Viechers erwischt mich nicht. So, jetzt müssen wir, glaube ich, den Fahrstuhl hier aktivieren. Dazu müssen wir einmal nach hinten durch. Da müsste jetzt ein Schalter sein, wenn ich mich recht entsinne. Genau, hier. Ja, jetzt können wir aber dort nicht mehr durch, weil hier die Tür zu ist. So, da oben können wir auch den Schalter nehmen eigentlich, aber der führt wieder ganz woanders hin, um dort oben raufzukommen. Das war richtig tricky. Aua! Nein, mein Herz! Mein Herzchen, mein schönes Herzchen, das brauche ich doch noch. Boah, hier jetzt durchkommen mit meinem Controller, ey. Das wird jetzt... Ja, komm schon. Okay, doch durchgekommen. Ich dachte, es würde jetzt schlimmer werden, aber wird es nicht. Gut. Ich bin ja jetzt wirklich mal gespannt, ob ich hier jetzt wirklich ganze drei Parts brauche, um hier durchzukommen noch. Beziehungsweise wie viele Parts es noch werden. Ich rechne jetzt einfach mal damit, dass das hier der 8. Part wird und dann der nächste der 9. und damit letzte. Ich weiß jetzt auch nicht mehr, wie lang die Credits sind und so weiter. Ich muss mal schauen. So nebenbei. Ich habe immer noch keinen blassen Dunst, was ich für eine Musik beim Abspann nehmen soll. Ich bin immer noch am Überlegen, was ich dann machen kann. Hä? War das jetzt aktiviert oder nicht? Nee, da muss ich nicht lang. Ja doch, hier geradeaus muss ich lang, okay. Oh, und hier sind ja auch schon wieder solche Laserpointer. Och Mensch. Ich hasse die Dinger. Habe ich das schon gesagt? So, hier bleibe ich jetzt mal stehen. Oh, ganz knapp. Ganz, ganz knapp. Ach du Scheiße. Ja, ich häng mit dem Face voll rein. So. Tschüss, Kollege. Da ist hier noch einer. Haust du ab. Haust du ab. Mann. So, jetzt weiß ich nicht, muss ich jetzt 3 aktivieren? Nein, ich musste die 1 aktivieren. So war das. Na, ja, ich sag ja, ist hier ein bisschen kleines Labyrinth. Ich weiß nicht mehr ganz so recht, wo ich lang muss. Aber die Richtung stimmt schon. Ja, da haben wir schon den Aufzug. So, früher habe ich nämlich mal den Fehler gemacht. Ihr seht das da unten. Da ist nämlich auch so ein Feld, dass ich nämlich dort lang gegangen bin. Und dann bin ich immer in eine Sackgasse gelandet. Das war nämlich komplett falsch. Habe ich immer und immer wieder denselben Fehler gemacht. Ich weiß nicht, wieso sich das so in mein Gehirn gebrannt hat, dass ich immer den falschen Weg genommen habe. Ich weiß es absolut nicht. Ist euch das auch schon mal passiert? Ihr wisst, dass es falsch ist, aber ihr geht trotzdem diesen Weg? Ist doch irgendwie seltsam. Eine verschlossene Tür. Aber das macht gar nichts, denn wir können sie aufbashen. Genau wie im Blue Resort die Brücken. So. Und der Weg ist frei. Oh yes. So, und jetzt muss ich hier ein bisschen aufpassen und bitte nicht runterfallen, Bomberman. Denn jetzt hier kurz vorm Schluss noch irgendwie abzukacken, wäre nicht gerade besonders rosig. Habe ich jetzt rosig statt rosig gesagt? Ich bin auch eine Pflaume. So, Dele. So, und wir haben es geschafft. Stage gemeistert. Jawohl. Keine goldene Karte, aber das ist mir auch völlig wurscht. So, und jetzt können wir endlich zum Endboss. Hätte ja nicht mehr gedacht, dass ich das noch in diesem Part schaffe. Okay, falls wir das nicht schaffen, wir gucken trotzdem mal rein. Habe ich jetzt wirklich, ja. Offenbar habe ich wirklich jetzt gerade die falsche Stage gedrückt. Okay, ist mir auch noch nicht passiert. Okay, Stage 4. Let's go. Huch! Was bist du denn für einer?
Ja, kannst cool fliegen, Kollege. Was? Der hat uns den Weg abgeschnitten. Als ob wir einfach so abhauen würden. Nee. Wir doch nicht. Da kommt er. You wanna fight me? Ja. So, und der Gegner hat's in sich. Denn sein kleiner Kollege hier hilft dir nämlich auch. 2 gegen 1. Wie unfair! Yes, ein Herz abgezwackt. Nein. Och Mann, oh, das wollte ich haben. Yes, noch ein Herz abgezwackt. So, kriege ich das noch? Nein, es ist weg. Scheiße. Wieso verletzt du den nicht, du Idiot? Scheiße. Ja. Der Gegner hat's wirklich in sich. So, und dieser Gegner hat natürlich nicht nur eine Phase, sondern gleich 2. Das muss natürlich jeder gute Bösewicht haben. Und ich habe den Fehler gemacht und bin in seinen Laser reingelaufen. Ja, das sollte man möglichst nicht machen, denn sonst ist man weg. So, aber ist ja jetzt nicht so schlimm, denn wir können es ja zigtausendmal nochmal machen. So, da kommen wir nochmal rein. Da ist der kleine Gehilfe, der irgendwie aussieht wie eine fliegende Maske, wenn ihr mich fragt. Ja, schneidet uns nochmal den Weg ab. Wir hauen schon nicht ab, keine Sorge. So. You wanna fight me? Yes. Okay, und nochmal. Untergangsmucke. Okay, das musste sein. Oh, das war fies. Da konnte ich jetzt echt nicht mehr ausweichen. Fuck. Das ist auch wirklich so unfair, ey. 2 gegen 1. Was soll die Scheiße? Boah. Nee, wirklich, diesen Laserpointer, den hasse ich. Kollege Laserpointer. Auch ein schöner Name. Mein Herz. Aua. So, noch ein Herz. So, irgendwie hat das mein Controller heute. Der will heute auch nicht so richtig funktionieren. Ey, da fällt mir jetzt das auf, das Vieh kann ja auch Bomben legen. Meine Zeit ist nicht um. Ja, was könnte das jetzt bedeuten, Leute? Überlegt mal. Genau! Es ist eine... Fusion! Du willst mich finishen? Na, das wollen wir doch erstmal sehen. Aber cooles neues Outfit, das muss man schon sagen. Oh, und er kann sich porten. Natürlich. Welcher Bösewicht darf sich schon nicht porten? Meine Fresse, warum müssen sich alle Bösewichte porten? So, ich finische dich, mein Kollege. Okay, und das war doof. Uah. Oh, schick deinen scheiß W-Laser weg, ey, den will ich nicht. W-Laser, ja, ich meine, Ex-Wemon hätte doch auch so einen Laser gehabt, oder täusche ich mich da? Nein, mein Herz! Scheiße. Oh, und seine Port... Ja, sein Port-Sound, das klingt, ey, als würde ein Bienenstock im Schädel brummen. Auch total scheiße, da hätten sie sich ruhig einen anderen Sound nehmen können, aber... Kann man auch sagen, okay, ist mal was anderes als das typische Portgeräusch. Mensch, welche Bösewichte konnten sich denn jetzt mal alle porten? Jetzt muss man überlegen. Ganondorf in Triad Princess konnte sich porten. In seiner Wildsau-Gestalt. Mensch, welche denn noch? Nee, nur Ganondorf, der war das ja nicht. Ja, das war ja nicht nur Ganondorf, Mann. Ich wusste doch vorher, welche sich alle porten können. Und jetzt fallen sie mir nicht ein. Toll. Ah, das habe ich gerne. Erst weiß man alles und dann wiederum doch nicht. Ah, schade. Ich hätte ihn jetzt so schön runterwerfen können, aber nö.
Aua. Ey, komm, ich will dich noch schaffen, Kollege. Aua. Ah, verdammt. Das hätte jetzt so gut gepasst, aber nö. Komm schon. Oh, der Kampf, der zieht sich. Der zieht sich echt. Ach, wisst ihr was, Leute? Ich muss den Part beenden. Bis später.